Puh, nee, der rupft mich auseinander. Aber es geht. Ich rupf ihn auseinander. Oh ja, Boys! Ein GG bitte in den Chat, bitte. Ein GG. Set für den Zweitkanal. Hau ich hier den Brothers. Yeah. Alright, alright, alright. Falscher Kanal. Lalo, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Eine neue Challenge ist im Spiel drin und zwar der Höhenrausch. Eine Only-Air-Challenge im Prinzip, wo man nur Lufteinheiten verwenden kann. Mit einem kleinen Twist, dass die Arena komplett unter Wasser ist, was einen ziemlich optisch coolen Effekt gibt. Und eigentlich eine ganz nette Belohnung, hat jetzt nicht die krassesten überhaupt, aber die werden wir jetzt sowohl auf dem Hauptaccount machen, als auch auf dem Nebenaccount. Holen wir uns jetzt mal hier ein paar Truhen. Tatsächlich ist die Idee gar nicht mal so neu. Wenn ihr hier auf YouTube mal Stemplay und dann Only Air sucht, werdet ihr ein Video finden mit Otto Phantom. Lange alte Zeiten, Leute, wo wir vor 2 Jahren schon mit nur Luftdecks gespielt haben. Haben viele von euch ja auch. Das Besondere hier daran ist einfach, dass die Arena unter Wasser ist und das Ganze relativ hübsch gemacht ist. Zockst du noch Clash Royale, Clash of Clans? Nein. Ich habe nur 2 Videos Clash of Clans gebracht und die Leute denken, ich zockte das. So, mal schauen, was du hast. Ja, ein bisschen Gift. Nichts, was ein guter Elektrodrache wegmachen kann. Okay. Ne. Falsche Karte fast geklickt, danke. Okay. Drück den Lavahund. Drück den Lavahund, danke. Okay. Na scheiße, ich krieg den Inferno-Drachen nicht weg. Okay, ich darf nicht zu viel stacken, aber ich tue es. Ich stack da gerade ganz schön viel, ey. Das ist gerade ein kleine Baby-Armee da. Drachenarmee. Guckt euch mal diese wunderschöne Drachenarmee an, Leute. Jetzt noch Inferno-Drache rein. Da mal ein Sepp. Sehr gut. Inferno-Drache, komm, Brutzel. Brutzel. Ach, nur ein bisschen. Okay, die drei lasse ich mal durch. Gefällt dir Division 2? Ja. Ist schon ganz nice. So. Es ist schön, dass es von Klopsi jetzt 2 gibt. Finde ich echt gut. Okay. Puh, schwieriges Match, aber der Turm ist down. Der Turm ist down, Leute. Macht Feuerball genug Schaden? Nicht ganz. Nicht ganz, aber ist nicht schlimm. Feuerball Sepp müsste genug Schaden machen, ne? Okay, der geht jetzt auf die linke Seite, warum auch immer. Ja. Da waren die Minions mega misplaced. Und die mega misplaced, so. Ich bewahre mir noch meinen Sepp auf, ich hoffe mal. Okay, der Turm ist down. Oh, das nächste Match ist down, Leute. Ein einziger Win noch, dann ist die Challenge durch. Der Höhenrausch-Challenge für einen Account zumindest. Für einen Account. Einmal ein GG bitte in den Chat und jetzt auf jeden Fall einmal bitte. Einen Like in den Stream. Nein, geht ja gar nicht auf Twitch. Ne? Aber ein Follow würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr gerade neu vorbeiflattert. Und zwar, wir brauchen hier nur noch einen einzigen Win. Wir kriegen den Elektrodrachen als Belohnung. Kriegen wir rein. Sehr schön. Eine Riesentruhe. Den Schneeball hätte ich gebraucht. Ich hätte den gebraucht, um da zu kontern, aber es war echt ein Fehler, das auf den Blitz zu vertrauen, ne? Du musst, bei dieser Challenge musst du einfach als Erster die Karte platzieren. Du gewinnst gleich 2 Elixier dazu. Jetzt habe ich diese Geschichte. Jetzt habe ich den Lava-Lun-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Deck da. Ihr wisst Bescheid. So. Rocket trifft den Baby in den Drachen. Doch, der trifft ihn. Sehr gut, danke. So. Pfeile gegen irgendwelche Minions. Da sind sie. Danke. Danke.
Bams, der erste Down. Und direkt nochmal. Ups, sagt er. Neuer Sub. Nö, kein neuer Sub. Kein neuer Sub. Keine falschen Nachrichten hier, Leute. So, okay, jetzt setzt er nicht mehr die Rakete aus. Okay, die Frage ist, was mache ich? Ah, die Pfeile. So, ich muss nur defenden. Nur. Hat reicht schon. Okay. Machen wir einen Push auf die rechte Seite. Die Rakete reicht als Finisher. Alright, das haben wir. Das haben wir, Leute. Das letzte Match für eine Riesentruhe. Zumindest auf dem zweiten Account. Ich muss ja noch immer noch auf dem Hauptaccount das Ganze noch pushen. Holen wir uns auch noch. Eigentlich geht das ganz schnell. So, haben wir. Er setzt Blitz plus Schneeball. Das drückt den Loon noch voll in den Turm rein. Aua. Aua. Aber ist da denn die Polizei? Ist da die Polizei? Ich will mich stellen. Ich habe den Gegner vergewaltigt. Ich habe den Gegner vergewaltigt und er gibt nicht auf. Er wehrt sich auch noch. Kommt schnell. Ich weiß nicht, ob ich mich noch zurückhalten kann. Danke. Oh mein Gott. Das war gerade böse. So, ich habe immer noch 30 Sekunden, aber holy moly. Das geht schon. Der Schneeball hat übelst. Der hat den übelst gegen sich selber ausgespielt, ne? Ich brauche hier nichts zu machen. Ich will noch die zwei Krone holen. Ich kann den Turm ruhig haben. Ein GG bitte, in den Chat. Ein GG bitte. 9 Wins in der 9. Hohe Flutherausforderung. Und somit eine kleine, sag ich mal, Truhe haben wir drinne. Eine Riesentruhe ist am Start und wir können sogar ein kleines Mini-Chest-Opening machen mit einer kleinen Riesentruhe. Und noch einer zweiten Riesentruhe und noch einer dritten Riesentruhe. Nein, die dritte Riesentruhe nicht. 3 Riesentruhen werden, oder bewahre ich mir das für ein Video auf? Ich weiß es nicht. Ja, die gleiche Geschichte nochmal, ne? Höhenrausch und let's go. Da hätte ich den Turm noch haben können, wenn ich da nicht aufgepasst hätte. Count rutschen wir gerade ein bisschen schneller durch. 50 Lakaienhorden gehen nochmal rein. Das heißt, ich krieg extra Gold. Sehr schön. Noch bis zum letzten Ende zu defenden. So, 10 Minions rein. Zack, zack, einmal winken. Einmal winken, Leute, an diesen guten Boy. Das ist ein guter Boy gewesen. Ach, dann dauert das auch nicht so lange, ne? Dann zögert sich das auch nicht so hinaus. So, 5 Wins. Ist dritte. Ich sag's doch, auf dem Hauptaccount geht's hier doch besser durch Turniere, ne? Ich habe Clash Royale aufgehört zu zocken, da gab es noch keine globale Turniere. Dann geht die Challenge auch schneller vorbei, ne? Jeder hat Spaß. Und man muss nicht stundenlang das Ding pushen. 3 Drachendeck, wunderschön. Früher hat man für eine Legendary sein Zimmer auseinandergenommen. Ohne Witz, Leute. Und deswegen sage ich auch Supercell. Fürs nächste Update bitte Heldeneinheiten. Ohne Witz, ihr braucht das. Legendary sind nichts mehr wert in diesem Spiel. Wir brauchen die Heldeneinheiten, ne? So, rechts ist, links der Turm ist down. Machst auch mal Turniere im Clan. Mal schauen. Ich habe nicht viel Zeit und ich versuche das Beste draus zu machen, was ich habe, ne? Oh. So, drück. Oh, der hat aufgegeben. Ehrenmann. Ido. Grüße gehen raus, Leute. Ein Herzchen an Ido bitte hier im Chat. Ein Herzchen bitte an Ido. Das sind die Leute, die hier tryharden mich nicht bis zum Ende. Wie findest du den Milchzauber? Ist ganz okay. Ist eine universale Karte, die man immer einsetzen kann. So, sehr schön. Das ist Tomatensaft.
dann geht die Challenge auch schneller vorbei, ne? Dann geht die Challenge auch schneller vorbei, jeder hat Spaß. Und man muss nicht stundenlang das Ding pushen. Drei Drachendeck, wunderschön. So, raus mit dem Lava-Hund. Und ich habe noch bisher kein Spiegelmatch gehabt, oder? So drei Drachen gegen drei Drachendecks oder sowas gab es bisher nicht. Okay, was haben wir da? Wow! Der Blitz war gerade gut, Leute. Halten wir fest, oder? Der Blitz war gut. Schreibt einfach in den Chat, Leute, das war der beste Blitz, den ich je gesehen habe. Der tut mir ein bisschen leid. Ah, der hat das 3 Lakaien-Deck, ey. So, erster Turm ist down. Okay, dann macht er mal einen kleinen Konterpush. Kanone wird ein Problem sein, aber mal schauen. Lass mal erstmal anvisieren. Und mach mal da rechts schon ein bisschen was. Alright. Tut mir leid mit deinem Lakaien-Deck. Das Lakaien-Deck ist halt nicht so geil. Okay, auch der könnte jetzt sagen, okay, das kriege ich nicht mehr gerettet. Das ist ein krasser Push, ich habe beide Türme verloren. Aber guckt, er wehrt sich. Er wehrt sich. Mit Schneebällen und allem drum und dran. Lass es doch einfach zu. Lass es doch einfach zu, sind doch nur noch 1000 AP. Kollege. Mach jedes Mal, wenn du verlierst, mal das Clash Royale Meme. So ein Scheißspiel. Sollte ich mal machen, aber ich vergesse das immer. Ich meine, er kann es nicht retten. Er kann es nicht retten. Du kannst in 50 Sekunden einfach nicht zwei Türme kaputt machen. Aber nein, bis zum bitteren Ende. Ich meine, ich habe schon hunderte Matches gewonnen, wo man wirklich bis zum bitteren Ende durchgehalten hat, ne? Und dann irgendwie kam doch wirklich noch so der Turnaround oder der Gegner hat einen Disconnect bekommen. Keine Frage, passiert. Aber, ja, nicht gerade jetzt, oder? Wobei, ich hatte gestern auch einen Stromausfall. Ja, gestern schön Fortnite gespielt, ne? Mega krasser Stream. Für 6000 Zuschauer hattest du gehabt. Zeigst du gerade die ganzen Helm-Locations. Und bist mega gehypt und buff, weg ist es. Kann ja auch passieren. Kann ja auch passieren, aber naja. Und so sieht der zweite Stil aus, genau. Erstes 4 Game hatte der Gegner immer das Klondeck. Das Klondeck ist okay. Das Beste ist das 3-Hunden-Deck. Leute, ein einziger Win noch. Ein GG bitte in den Chat. Ein einziger Win noch und dann haben wir das auch auf dem zweiten Account hier durchgepusht. Zweimal Höhenrausch, zweimal geflutete Arena waren wir drinnen und wir werden es auf jeden Fall rocken. Tomatensaft! Also alles überschaubar und jetzt einmal die Däumchen drücken, Leute, dann kriegen wir auch ein Äumchen. Meine Starterhand ist mies. Meine Starterhand ist echt mies. Okay, mal schauen, ob ich das irgendwie rotiert kriege, dass das sich lohnt hier. Versuchen mal zu splitten. Setzt jetzt schon mal Gift aus. So. Oh nee. Ich dachte, die Lakaien würden auch noch treffen. Das wäre geil gewesen, Leute. Wenn ich die Lakaien noch getroffen hätte. Oh, das wäre Bombe. Das wäre Bombe. Alright, let's push it. Er hat, glaube ich, das Lakaien-Deck, oder? Oder das 3-Hunden-Deck. Wenn er das 3-Hunden-Deck hat, dann RIP. So, kriege ich irgendwie beides gewischt? Nee, ne? Kriege ich beides nicht erwischt. Okay, machen wir mal das. Oh, dann besetzt er auch ganz schön wieder zum Konter aus, ne? So, haben wir. Ah, ich hab nix. Inferno Drache, danke. Puh, nee, der rupft mich auseinander. Der rupft mich auseinander. Aber es geht. Ich rupf ihn auseinander. Ich rupf den auseinander, Leute. Ich krieg den noch down. Oh, erster Turm down.
Sehr gut, ich rupf ihn auseinander, habe ich doch gesagt. Easy, easy, wie predicted. Wie predicted, Leute. Oh boy, wenn ich das gewinne, ne? Wenn ich das gewinne. So, Pfeile. Sehr gut. Knappe Geschichte. Ja, er macht nochmal Gift. 30 Sekunden. Was war das jetzt wieder? Okay, den Turm lasse ich dir. Den Turm lasse ich dir, um ein bisschen Elixier zu sammeln. Sehr schön, die Pfeile sitzen. Booyah, Boys! Neunter Win in einem einzigen Streak ist durch. Ein GG bitte in den Chat, Leute. Ein GG. Selbst für den Zweitkanal behau ich hier den Brothers. Yeah. Da freut sich sogar Fischi. Oh, das war gut, ey. Das war gut. Hab doch gesagt, ich rupf ihn auseinander. Ich rupf den auseinander. Und somit habe ich auch schon die 9 Wins. Auch das zweite Mal. So, damit haben wir was schon? 3 Riesentruhen, eine Turnierkiste, eine Magiekiste haben wir. Und ja, ja, das ist auch mal ein schönes Ding, würde ich mal sagen. Für ein weiteres Video können wir ein bisschen auf jeden Fall die Chests sammeln und ein wunderschönes Chest-Opening aufmachen.